Hallo Leute, willkommen zurück zum Gute-Laune-Simulator. Ich wäre fast geröstet worden. Peach! Frag mich auch immer, warum Bowser sie an einen Zielfall hinmacht und nicht einfach gefesselt und geknebelt in den Keller wirft. Und wir kommen in die Spezialwelt. Das ist ja ganz schön knapp. So? Oh, in die Starcoin rein! Sheesh! Und das ist auch eine Coin. Ja. Auch mit dem. Das ist so. Okay. Moment mal, soll ich unten bleiben? Nein! Und jetzt ist. Komm! Oh, was ist denn los? Es ist alles easy. Kommt runter. Oh nein! Nein! No way! Ich will sofort eine Zeitlupe! Die Zahnräder waren noch nicht über dem Ende der Strecke. Warum kommt die Fontäne jetzt nicht? Yay. Als ob ich da keinen Landsprung machen kann. Gib mir doch ein Item, please. Ich danke euch. Sie haben mich instant erhört. Und ja. Als ob. Oh, Jesus. Mama mia. Oh. Ich kapiere die Schwierigkeitsgradsteigerung. Akzeptiere sie auch. Das akzeptiere ich aber nicht! Darüber haben wir nicht gesprochen. Okay, das wird jetzt der Jump of Doom. Er hat geklappt. Und die... Ja. Wie blöd muss man sein, zweimal denselben Fehler zu machen? Das ist, wenn man die Herdplatte fasst. Ah, tut weh. Oh, tut weh. Und noch ein zweites Mal hinfasst. Mit Tanuki sind die Level. Please help me. Ah, tut weh. Oh, tut weh. Was passiert hier gerade? Oh. No. Bisher hatte ich mit dieser Art. GG? Dieser Art Level noch nicht so viele Ich versau's mir! Nein! Der Part war so schön! Ja? Ducken? Gott, okay, die fallen schneller runter als gedacht. Und ich falle auch schneller runter als gedacht. Ja. Ihr habt mir auch ganz tolle Kommentare geschrieben, so nach dem Motto, du leidest, wir haben Spaß, das ist doch ein tolles Projekt. Und ich weiß dann immer nicht, ob ich mich mit euch freuen soll oder ob ich mich ärgern soll, dass ich immer sterbe. Oh. Stantanuki, kann ich mit dem Stantanuki auch Geister töten? Nein, kann ich nicht. Und der schwebt jetzt in mir rum. Wow, das habe ich ja mal ganz toll gelöst. Wir sind gelegt. Wir springen in die Box ohne Boden drunter. Ich bin so ein Gangster. Damn! Zurück. Und jetzt wieder vor. Als ob! Die mich jetzt nur halt... Lol. Oh je. Die könnten einen böse erwischen, wenn man nicht aufpasst. Aber ich habe zum Glück schnell reagiert. Ich bin Handballtorwart. Oh, du. Und damit haben wir in 1 Minute und 39 Sekunden das erste Level abgeschlossen. Ich höre euren Applaus, ich höre ihn. Und da oben habe ich schon die Starcoin glitzern gehört. Das ist Numero Uno und nicht Numero Dos. Ich bin Numero Uno und nicht Numero Dos.
Freunde, ich habe viel zu wenig Zeit. Ich werde mit Sicherheit an einem Zeittod sterben. Oh nein, ich habe so wenig Zeit. Nur 777 Sekunden. Oh nein, nicht schon wieder Zeitdruck. Aber wieder mit Gegner töten. Das kann ich. Oh nein, ich habe das Karma raufbeschworen. Ich habe gesagt, das kann ich. Und jetzt wird mir das Karma beweisen, dass ich es nicht kann. 12 Sekunden später. Allerdings fehlen mir die Star... Karma! 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 Dieselbe... Als ob! Als ob! Als ob! Als ob! Oh mein Gott, oh mein... Ich hasse dich, Karma! Das ist... Das größte Comeback der Karma-Klatsche. Okay, okay, ruhig. Karma, ich hab dich. Ich bin so gut, ich bin der beste Spieler auf dem Planeten. Und weil ich das Level jetzt geschafft habe, kannst du mir nichts mehr, Karma. Okay, Moment. Ich hab doch nichts gesagt. Womit habe ich das verdient? Wow. Karma! Ja. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Das ist doch irgendwie so, ich weiß gar nicht. Da war eine Lücke. Oh, lol. 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 Ah, jetzt habe ich einen Durchblick. Lol. Krass. Habt ihr das gerade gesehen? Also physikalisch kann mir hier keiner sagen, dass das hier so korrekt ablief, aber juckt ja nicht, ne? Oh nee, nur großer Pilz. Nein. Ja. Dö. Oh Gott, ich hatte schon einen Gegner. Jetzt könnt ihr dir schreiben, Hübi 2017 lässt sich von einer Pappattrappe erschrecken. Bumm. Entschuldigt, in letzter Zeit ist meine Stimme sehr angeschlagen. Ich glaube, das ist die trockene Luft draußen. Wo wir auf dem Thema reden, ich huste gleich. Daumen nach oben wäre toll. Oh nein! Und dieses Zahnrad, da dreht sich übrigens gar nicht. Wollte ich nur mal... Dachte sich Mario so... Yo, Statuen Mario in die Pampa. Das macht nämlich richtig Spaß. Yo! No! Ja. Das ist einfach... Schon zum Scheitern verurteilt. Wow, das dreht sich aber sauschnell. Das könnte... Das ist richtig heftig. Und genau... Sondern man springt einfach so ins... Man springt ja einfach so ins Nichts und hat dann keine Chancen. An der Stelle, wenn man dann klein ist, weil man davor Pech hatte, jetzt rastet. So, ich sehe es jetzt wieder. Wie? Wie soll ich da ausweichen? Ich sehe es doch nicht. Ich brauche gleich ein Kissen, wo ich reinschreien kann. Auf die Biene, in den Mario, während die Plattform unter dir verschwindet und eine Stachelkeule, die so richtig schön... Oh, scheiße, das war ein Vorhang. Was ist das denn für eine Scheißstelle? Siggi, das ist das schönste Level, was ich je gezockt habe. Natürlich habe ich Spaß. Oh, durch die Dampfattacke konnte ich verzögern, nicht auf die Stachelkeule zu springen. Aber dann kommt der fette Mario von hinten und sagt, nee, du verlierst jetzt dein Power-Up. Geil. Das Level war zu einfach für mich. Das war zu easy. Das hat quasi gefirst tried. Ich bin entgegengesetzt der Rollrichtung gelaufen. Aber das Game dachte sich so, nee, bist du nicht, du fällst jetzt runter. Dann ich so, ja, okay, dann mach ich das halt. Ey, yo, Bro. Danke, Mann. Ein Tanuki-Anzug wäre mir lieber gewesen. Hättest dich ja ausziehen können. Toad-Porno incoming. Jetzt sterbe ich. Die Entwickler haben sich jetzt auch gedacht so, also... Komm, wir machen eine Spezialwelt und da machen wir so ein paar Sonderlevel rein. So, keine Ahnung. Wir machen einmal so ein bisschen Time-Attack. Wir machen so ein paar, wo man vielleicht von so einem Schatten-Mario verfolgt wird. Und dann kam irgendein Typ her und hat so gesagt, yo, warum packen wir nicht beides in eins? Das ist doch viel intelligenter. Und dazu kommt noch, dass du nur ein Leben hast und im Handstand spielen musst. Und dann kam dazu, wir geben dem Let's Player einfach den Hustenanfall des Todes. Kratzhals-LP ist wieder am Start.
Wer das One-Up nicht ehrt, ist das Power-Up nicht wert. Ja, cooler Spruch, Ügi. Es ist ein Segen, hier an dieser Stelle jetzt... Es ist ein Segen, den Tanuki zu haben! Ja! Ja! Es war ein Segen! Ich dachte, ich fail jetzt hier noch 5, 6, 7, 8, 9, 263 Mal. Nein! Oho! Jetzt hat Peach auch einen Schwanz. Tja, da geht man einmal zum Friseur, sagt, ich hätte gern die blonden Haare wie letztes Mal. Und kriegt dann das, was ich jetzt hab. Freunde, ich bin ab heute Silber. Das ist, ja, herausfordernd. Okay. Ja, war jetzt halt nicht drin. Zu der Zeit war jetzt halt einfach niemand online. Was ist da gerade passiert? Ich will jedem erzählen, Freunde, ich habe die... Ich hab die Switch, will ich jedem sagen! Nee. Ey, ganz nein. Nachmittags halt schon mal Vollgas geben, ist dann doch immer so ein bisschen so, ja. Schön, wenn das... Ich hasse Scrolling. Ich wette, ich werde auf dem letzten Steg vor dem finalen Button wird mir Knochenbowser in die Fresse geben. Das ist meine Theorie, den Kampf gegen Knochenbowser... So viel zu meiner Theorie. Yay! Ich komm da nicht rum. Was ist denn hier los? So, hier muss ich jetzt ja auf die Goombas drauf, ne? Ich darf ihn einfach nicht bei Bum Bum und... Das Karma hat uns jetzt in diesem letzten Level nicht mehr irgendwie Steine in den Weg gelegt. Freunde, das war Super Mario 3D Land. Vielen Dank an alle, die sich das LP angeschaut haben. Ich hatte mega Spaß, ich hoffe ihr auch. Haut rein, euer Hübi. So weit weg von Gut und Böse, dicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind fällt uns entgegen, doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist, wo wir leben, hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden.